Das letzte Mal bei White Day. Boah, diese Blöde, ne? Wo die Geister nach Rache sinnen. Ein Achievement habe ich bekommen. Ich wusste das echt nicht mehr. Do you finally get it now? You foolish girl. You are going to be keeping the promise that your sister broke. My young Seth. She will always be with me. She made that promise. She promised, but she never showed up. I was all alone. Alone in the flames. When I woke up, my soul was trapped forever in the school. Like other dead souls, I preyed on people. Their energy, their dissatisfaction, anger, sadness. It gave me strength. But all of that's over now. I'll be able to live again. And you are of no use to me now. You will die right here. Oh, sie will die Seele von So Jung haben. Nimm's dir. Labyrinth. Hab die Marke. Hey, Nayoung, it's me. Huh? It's me, Sung-an. So Young. Oh, really? Do I sound like So Young? Oh, maybe because we're on the phone. Anyway, do you want to come to my house tomorrow? My mom wants to give you. Stimmt. Die Frau mit dem Messer, Leute, das ist die Mutter von ihr. Hello, Mrs. Han. How are you doing? It's me, you and me. Sung-ah's mom. I'm sorry I haven't called sooner. Was? Well, Na-young really takes good care of Sung-ah, you know? Yes, my daughter's so fragile, you know. I'm always thankful that Na-young looks after her. Please, don't say that. Why don't we have a dinner party with the kids sometime? All right. Okay. 7 Minuten habe ich nur. Hey, Nayan, look at me. I'm always so grateful to you. It must be hard for you to study and stay with me all the time. Really helps me. Come on, don't just laugh, say something. Na-young, where are you? Quit playing and come out. Ah! Die Arme. Anyone, help me! Please help! Sie tut mir echt leid, aber wir können nichts mehr für sie tun. Sie ist jetzt ein böser Rachegeist. Sie will in So-Jungs Körper zurückkommen und... Let me go! My daughter's in there! Echt sehr tragisch, die ganze Geschichte. Please let me through! No! Let go of me! Sung-ah!
Saga! Hello? Scheiße. Anyone there? Mom? Mom? Mom! Where are you? I can't see anything. Mom! Mom! Reicht jetzt schon? Nein, ich muss erst die Wasser holen. Ich habe mir die Reihenfolge nicht gemerkt. Ist ja auch wurscht. Du musst sowieso sehr viel rumrennen hier. Sis, dinner is ready. Nayoung? I said come out for dinner. Don't you want to eat? Open the door. Why aren't you coming out of your room? What's wrong? Why are you angry at me? Ich muss das jetzt einfach schaffen, durchrennen und fertig. Oh Mann, das ist so eine traurige Geschichte eigentlich. Nicht eigentlich, es ist traurig. Drei Minuten noch. Es ist so viel zu laufen hier. Komm, die letzte, dann haben wir's. Es wird immer heller. Es ist so widerlich. Oh. Einfach nur weiß alles. Ich werd schon ganz grisselig. Nimm dich noch ein Beruhigungsmittel. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen gleich. Die letzte. Ja, wir haben alle. Jetzt aber schnell. Komm, so jung. Heb sie auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nicht runterfallen. Oh Gott, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ohne Fleiß kein Preis. Kein Preis und Efeu. Das erste Ende wahrscheinlich. Ivy. Thank you. You saved me. Thank you.
think that it's over, right? What about Ji-hyun? We forgot about her. I have to go find her. Thank you for everything. Oh, ist das niedlich. Aber ich weiß nicht, ob es... Weiß gar nicht, war das jetzt eins der guten? Also es war natürlich ein gutes Ende, aber war es das beste Ende? Weil ich meine... Naja. Es kommt ja noch ein Let's Play, also noch ein Let's Play-Through mit der weiblichen Protagonistin. Bis dahin bedanke ich mich bei euch. Mein Fazit kennt ihr eigentlich schon. Es hat super viel Spaß gemacht. Und genießt das Lied noch ein wenig. Bis zum nächsten Mal mit White Day. Macht's gut. Far and far.
Ja, wie schon versprochen, kommen jetzt noch die anderen Endings von White Day, zumindest die mit dem normalen Charakter. Es gibt ja noch einen Zusatzcharakter, dieser hat auch noch zwei Endings, aber dazu kommen wir dann in einem gesonderten Durchgang nochmal. Ja, wir haben jetzt das Efeu gehabt, das war das gute Ende. Da war ich die ganze Zeit nett zu So-Jung, aber anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht, denn wenn man nur nett ist und das Beziehungsmeter ganz oben hält, gibt es das beste Ende, was ihr jetzt seht, die weiße Chrysantheme. Thank you. You saved me. Ji-hyun. Let's go find her. My sister and Song-ha were friends. I thought about my sister every day, but nobody remembered Song-ha. She must have felt sad about that. I had forgotten her too, even after all the things she did for me when she was alive. Dann kommt die Hyazinthe, das ist ein schlechtes Ende, egal wie wir uns So-Jung gegenüber verhalten haben. Am Ende dürfen wir sie nicht retten, wenn sie auf der Bühne liegt nach dem Feuer. Für das nächste Ende, Tuberose, müssen wir immer nett sein zu Seong-A und Ji-hyeon. Das sind das Mädchen mit der Brille und die mit den kurzen Haaren. Und wir müssen eine Kassette in einen Briefkasten werfen. Und wir müssen die Option wählen, sie nach Seong-A. What happened? Did you save my life? I'm sorry. I don't think that I can walk right now. My ankles hurt. I'll wait right here. Can you go and find Song-ha? I'm scared for her. It's okay. I've always been alone anyway. Hey, Heemin! You're okay! What a relief! Did you find Ji-hyun? Can't give them to her now, can you?
We don't need that. Look, it's open. What's wrong? Don't you want to look? What are you looking for? Hey, Heemin. Can I have another candy? Beim Ebenholzende bleibt alles gleich, nur dürfen wir die Kassette nicht in den Briefkasten werfen. Heemin. Hey, Heemin! Heemin, wake up! What you looking for? It's fine. It's all over. But I think that Ji-hyun is hurt. Let's go outside and try to call for help. Come on! What's wrong? Aren't you coming? What's wrong? What is it? Something wrong? Then let's hurry up and go. Please don't leave me here. Please. Oh, please. No, young. Für das Löwenzahnende müssen wir uns im letzten Dialog mit Ji-hyun um ihren Knöchel kümmern und die rechte Dialogoption auswählen. Oh, it's all right. Wow, it feels a lot better. This is great. Where did you learn to do this? Do you want to sit? The others are fine too, right? I hope they come before long. I really want to get out of here. Thank you.
Und für das letzte Ende Eibisch mit unserem männlichen Protagonisten Lee Hee-min müssen wir das Ganze nochmal machen wie eben, nur die linke Dialogoption wählen. It hurts. Really, I'm all right. Come on, let's go wait outside. I'm sure that they'll join us soon. This place, I'm so sick of it. Das war's dann auch schon mit den 7 regulären Enden mit Lee Hee-min. Es gibt noch 2 weitere mit dem geheimen Protagonisten, mit der geheimen Protagonistin. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt im Anschluss weitergeht, weil ich muss noch einiges vorbereiten. Aber ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen, danke fürs Bewerten allgemein und dass ihr so treu wart bei dem Projekt bei White Day, A Labyrinth Named School. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Bruger.